Das hier muss die Burghalle sein. Ohne seine Büttel draußen sollte es ein leichtes sein, diesen lausigen Festungskommandanten dingfest zu machen. Los, schlagen wir die Tür ein und holen ihn uns! Wartet. Dieser Ort hält bestimmt noch einige Überraschungen für uns bereit. Es wäre klüger, einen Weg durch das Verlies zu suchen. So können wir vielleicht weiteren Ärger umgehen. Deine Schleichereien kannst du allein unternehmen, Dieb. Ich habe dir gesagt, dass du mir nicht in die Quere kommen sollst. Und gleich streiten sie schon wieder. Es ist einfach sinnlos, mit euch zu streiten, Vorgrim. Was ist mit euch? Welchen Weg bevorzugt ihr? Also, da wir jetzt beim ersten Mal Vorgrims Weg genommen haben, versuchen wir es doch jetzt mal auf Qualus Weise. Also vorsichtig, den vorsichtigen Weg durch das Verlies. Oder wir lassen die Münze entscheiden. Nein, wir gehen durchs Verlies. Eine hervorragende Entscheidung. Du siehst, Vorgrim, du bist überstimmt. Ich folge euch nur, um ein Auge auf euch zu werfen. Und nun los! Na gut. Gucken wir noch mal kurz ins Tagebuch. Ich habe mich dazu entschlossen, Quanus Vorschlag anzunehmen und werde versuchen, einen unauffälligen Weg durch das Verlies zu finden. Ziel ist es, dem Kommandanten Blumford einen Überraschungsbesuch abzustatten. Vorgrim wollte lieber wieder mit dem Kopf durch die Wand, hat sich uns dann aber doch angeschlossen. Gut. Sollen wir die schäbigen Kisten... Ja, ich guck mal kurz, was die Zöllner noch so bei sich hier hatten. Plündergutmäßig. Ach, rostige Nägel. Deswegen können wir immerhin nachher, glaube ich, entweder waren es Kugeln oder Pfeile schnitzen. Ja. Pfeilspitzen schmieden. Ja, ich schnitze aus rostigen Nägeln. Nein. Obwohl, jemand, der sowas kann, der hat garantiert Talent. So, dann geht's hier mal runter. Diese Tür ist verschlossen. Diese Tür führt sicher nach oben zum Kommandanten. Jetzt brauchen wir nur noch den Schlüssel. Dann sieh ja, dass du den hier irgendwo findest. Wird Zeit, dass wir mit dem Malunken ein Wörtchen reden. Ein sehr ernstes Wörtchen. Ja, Vorgrim wollte gerade mit dem Kopf durch die Gittertür durch, aber daraus ist wohl nichts geworden. Da haben wir den Kerkermeister, der hat wahrscheinlich den Schlüssel, aber jetzt setzt er uns erst einmal Kampfhunde auf den Hals. Ah, ja. Hm? Sehr schön. Ja. Hoho. Ja. Viele Kampfhunde. Wie viele Lebenspunkte haben die? 23. Ei. War ihr. Die dürften eigentlich relativ leicht zu besiegen sein, also im Gegensatz... Quanus stirbt gleich wieder. So viel dazu, dass die leicht zu besiegen sind. Gleich nochmal Quano heilen. Quano hält halt leider nicht so viel aus wie Vorgrim. Die haben Fellfetzen. Jetzt könnten wir eigentlich was Grausames machen und Feiris die Hunde häuten lassen. Probieren wir es mal aus, mal sehen, was dabei rauskommt. Oh, Lederbänder. Die sind eigentlich relativ nützlich. Daraus können wir uns dann unsere eigenen Armbrüste und Bögen bauen. Und auch für Schmiederezepte, glaube ich, können wir das gut gebrauchen. Obwohl ich eigentlich mir nicht so häufig jetzt die Waffen selber spiele. Ja, mich kriegt ihr nicht so leicht. Mich nicht! Jetzt hat er sich tatsächlich... Verlass dich mal nicht drauf, Bursche! Du entkommst uns nicht! Was wollt ihr denn machen, hä? Ich habe mich hier schön in der Zelle eingeschlossen. Und da bleibe ich auch. Gottverdammter Feigling. Nun, in dem Fall haben wir euch ja schon. Vielleicht sollten wir mal in Ruhe darüber reden. Von mir erfahrt ihr nichts.
So viel zum Kerkermeister. Also fragen wir ihn erstmal aus. Warum flieht ihr denn vor uns? Soll das ein Witz sein? Ich weiß doch, was ihr im Hof angerichtet habt. Aber nicht mit mir. Okay, er ist schon mal vernünftig und legt sich nicht mit uns an. Wie öffne ich die Tür, die hoch zur Festung führt? Gar nicht. Dafür brauchst du nämlich den Verliesschlüssel. Und ich nehme an, den hast du, oder? Und wo finde ich den? Nun, einen hat der Festungskommandant. Und den anderen habe ich. Und den gebe ich euch bestimmt nicht. Na, das wollen wir ja mal sehen. Okay, wir können es mal direkt versuchen. Gebt mir den Schlüssel. Aber ganz bestimmt. Der Schlüssel öffnet auch die Zellentüren, also werde ich ihn schön behalten. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Das dachte ich mir eigentlich, aber ich habe es trotzdem mal versucht. Und wofür sind eigentlich die Schalter hier da? Diese Tür bekommt ihr damit jedenfalls nicht auf. Okay. Dann kann ich ja einfach mal an den Schaltern rumspielen. Mal sehen. Hebel für den Zellentrakt, Hebel für die Wildschwein, für die Bären und für die Wolfszelle. Da könnt ihr so viel am Hebel rütteln, wie ihr wollt. Ich habe die Tür abgeschlossen. Gut, dann probieren wir es mal mit den anderen. Lassen wir mal die Wildschweine auf ihn los. Hey, was soll das? Lasst gefälligst die Tiere in ihren Käfigen. Die Wildschweine sind für mich völlig harmlos. Die sind an mich gewöhnt. Okay, das mit dem Wildschwein war schon mal nichts. Dann müssen wir die Wildschweintür wieder zumachen, weil wir soweit ich das noch in Erinnerung habe, können wir immer nur zwei Türen gleichzeitig offen haben. Hey, was soll das? Lasst gefälligst die Tiere in ihren Käfigen. Die Wölfe tun mir nichts. Die haben gelernt, was ihnen blüht, wenn sie versuchen, mich anzufallen. Okay, die Wölfe sind auch schon mal zu friedlich. Also auch die wieder zu machen. Dann versuchen wir es mal mit dem Bären. Der alte Bär schläft doch den ganzen Tag. Da müsste schon einiges passieren, damit der aufwacht. So ist er für mich völlig ungefährlich. Wirklich? Könnten wir ihn vielleicht mit dem Wildschwein? Nein, das bringt so nichts. Wenn wir die Wölfe auf die Wildschweine hetzen? Oh, ihr glaubt wohl gerade, ihr werdet besonders schlau, was? Das gibt zwar eine schöne Sauerei, wenn die Viecher übereinander herfallen, aber mir passiert nichts. Ach, wirklich? So machen wir vielleicht genug Lärm, um den Bären zu wecken. Was machst du da? Der Bär ist doch wütend! Hilfe! Lasst mich bitte hier raus! Ich gebe euch auch den Schlüssel! Okay, so haben wir das Rätsel gelöst. Indem wir alle Tiere aufeinander loslassen, versetzen wir ihn in Panik. Was macht ihr denn da? Man kann immer nur zwei Türen auf einmal öffnen. Ihr müsst erst eine andere schließen. Sah, sei Dank. Ich sah mich schon auf dem Weg zu Borons Hallen. Hier ist der Schlüssel. Gut. Ihr werdet mir doch jetzt nichts tun, oder? Der hat wirklich nicht besonders viel Bumm in den Knochen. Aber... erzählt mir erstmal was über die Gefangenen. Was ist aus ihnen geworden? Sie sind alle tot. Blumfold, er hat sie alle töten lassen. Das ist doch nicht die ganze Geschichte, nicht wahr? Wie sind die Gefangenen gestorben? Ich habe schon zu viel gesagt. Bitte, ich habe euch nichts getan. Lasst mich gehen. Und was ist mit den Tieren? Der Festungskommandant, er hat eine Vorliebe für Tiere aller Art. Und die größeren Viecher brauchen natürlich auch Futter und... Hast du etwa Menschen an Tiere verfüttert? Etwas genauer, bitte, wozu braucht er die Tiere hier unten? Ich habe schon zu viel gesagt. Bitte, ich habe euch nichts getan, lasst mich gehen. Na gut. Intuition erstmal, das ist zu gefährlich. Ihr habt recht. Wie wäre es, wenn wir den guten Mann in eine der leeren Zellen geleiten? Er sieht aus, als hätte er etwas Ruhe nötig. Ja, das ist eine gute Idee. Gute Idee, sperren wir ihn ein. Was? Aber das ist doch nicht nötig. Und warum nicht? Was denn, Tomascho? Hast dich doch eben noch so gefreut, in deiner Zelle zu sein. Und jetzt macht sich Volker über ihn lustig. Also, schließen wir ihn ein.
Ihr könnt mich doch nicht einfach hier versauern lassen. Ihr habt so viele Leute umgehauen, wer weiß, ob hier überhaupt noch mal jemand runterkommt. Wenn ihr aufhört zu schreien, lasse ich euch später wieder raus. Das liegt ganz an euch. Ich glaube euch kein Wort. Ihr kommt eh nicht wieder. Vorher macht nämlich die Leibgarde vom Kommandanten Kleinholz aus euch. Werdet schon sehen. Na, das werden wir mal sehen. Wenn die Leibgarde etwas mehr auf dem Kasten hat als die normalen Zöllner, dann vielleicht. Mal gucken. Jetzt gehen wir einfach mal hier hoch und gucken mal, was uns erwartet. Was diese tolle Leibgarde sein soll. Hier muss es zum und hoch zum Kommandanten. Der Kommandant kann nicht mehr weit sein. Wird auch Zeit. Ich habe dem Kerl ein paar Fragen zu stellen. Ja, wir haben dem Kerl alle ein paar Fragen zu stellen. Ach, da ist die Leibwache. Da soll mich doch ein Oger knutschen. Wenn das nicht die Schnüffler sind, von denen Taschmanns Männer erzählt haben. Wir haben schon gewettet, ob ihr es bis hierhin schafft. Ihr seht auch nicht wirklich gefährlicher aus als die Zöllner unten. Immer mit der Ruhe, es ist nicht nötig, noch mehr Blut zu vergießen. Wir wollen nur mit eurem Kommandanten reden. Hörst du das, Metzel? Sie wollen nur reden. Da sind wir mächtig beeindruckt, was? Der Sarkasmus muss nicht sein, oder? Und der andere redet gar nicht. Hör zu, wir wollen wirklich nicht unnötige Gewalt vermeiden. Lasst uns doch einfach durch. Kaum zu glauben, dass Taschmanns Leute mit euch nicht fertig geworden sind. Aber das waren halt nur Pappkameraden. Jetzt kriegt ihr einen richtigen Kampf. Na, das wollen wir mal sehen. Zwei Leibwachen. Ob ihr wirklich so viel stärker seid als die anderen? Na? Vorgrim, du kannst dich gleich mal um den zweiten kümmern, ihn umhauen und ihm dann einen Wuchtschlag verpassen. Kuano, du verpasst ihm hier eine Finte. Ja? Und Fyris, ein Doppelschuss. Okay, sie sind schon mal etwas stärker. Aber auch nicht wirklich. Vorgrim hat den einen schon mal umgehauen. Fyris sollte Vorgrim gleich mal heilen und ich nochmal einen Fulminictus auf die erste Leibwache hier werfen. So. So, das war's mit den Leibwachen. Jetzt können wir eigentlich zum Audienzraum durchgehen. Aber ich denke mal, bevor wir das machen, werden wir hier erstmal abspeichern. Vorher mal in der Handwerkskiste hier schnüffeln. Oh, Diamantenstaub. Ist hier sonst noch was Interessantes? Eigentlich nicht. Erst einmal die Gruppe versammeln. Dann werde ich hier mal speichern. LP009. So. Und einen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu unserem ersten richtigen Bossfight. Okay, bis dann.